In den ersten Minuten hier aus in der Arena in Leipzig vor ungefähr 1000 Zuschauern klappt das ja auch ganz gut. Und das mag so einfach aussehen, wenn man sieht, wie die Spieler mit ihren Stöcken den Ball behandeln, wie sie ihn führen mit der Vorhand und der Rückhand jeweils den Schläger drehen, um der Kugel die Impulse zu geben und die zu kontrollieren. Aber so einfach ist das eben nicht. Diese Kugel ist aus Kunststoff, sie ist hart. Der Schläger ist aus Holz und hat meistens Kunststoffverstärkung, ist also auch hart. Und beides muss man erst einmal so gefühlvoll führen können, dass überhaupt Kontrolle möglich ist und die Kugel nicht gleich wegspringt, nicht nach oben springt oder zur Seite. Jetzt gibt es einen 7 Meter für die Polen. Das richtig sehe, ein Foul im Schusskreis beim Torschuss. Und das heißt 7 Meter. Und das ist eine Sache für den Kapitän, für Robert Greschak. Er tritt an der 7 Meter Linie und den Schuss wird versuchen zu parieren. Andrew Duncan, der Torhüter der US-Amerikaner. Konzentration auf den Ball. Hart geschossen, oben in den Winkel, unhaltbar, keine Chance für den Torhüter. 2:0 für Polen. Auch hier der Versuch sehr ehrenwert, den Ball zu retten, aber einfach zu hart und zu platziert geschossen, da gab es gar keine Chance. Die Amerikaner weiter und die Polen wieder aggressiv, gleich auf den ballführenden Spieler nach vorne gegangen. Jetzt eingekeilt an der Bande, da ist es ganz schwer herauszukommen. Da passieren ganz leicht Fehler auch, dass man mit dem Fuß an den Ball kommt, dass der über den Schläger rollt. Aber da haben sich die Polen hervorragend rausgerettet, können jetzt ihrerseits aufbauen zum nächsten Angriff. Wieder der direkte Pass über die Bande abgeleitet, aber abgefangen. Gegenzug. Da bei allem Bemühen, das wirkt oft ein bisschen überhastet. Ja, das sehe ich auch so. Es ist noch nicht so sehr geplant, sondern es ist eher Vertrauen auf individuelle Stärke, sich durch Dribblings nach vorne zu arbeiten. Und bei den guten Abwehrbrettern, die Mannschaften haben, ist das halt sehr schwer. Man kann Hallenhockey sehr schematisch spielen, indem man genaue Positionen einhält, genaue Ballwege vorsieht. In Deutschland ist das schon sehr weit entwickelt und dennoch gibt es immer wieder die Individualisten, die das durchbrechen. Hier, die Amerikaner setzen, glaube ich, mehr auf die Individualität. Da ist noch nicht so viel Schema im Spiel. Jetzt aber vielleicht ein Schema bei der Strafecke. Wir werden sehen, ob das besser gelingt als beim ersten Versuch. Ball wird herausgegeben, stoppt aber, das muss noch einmal wiederholt werden. Die Abwehrspieler waren zu früh über die Abwehr ihre eigene Grundlinie hinausgelaufen. Das dürfen sie erst, wenn der Ball wirklich gespielt worden ist. Also noch einmal Anlauf zur zweiten Strafecke für die Amerikaner. Der Schuss aber abgewehrt von dem polnischen Hüter. Der war schnell draußen, hat schnell den Winkel verkürzt und damit keine Chance. Und wieder Polen am Zug. Ja, er war schon fast zu schnell draußen. Das hat meines Erachtens auch der Schiedsrichter gesehen, hat aber trotzdem den vermeintlichen Vorteil laufen lassen. Und ja, aus Sicht der USA-Mannschaft war es kein Vorteil. Was kann man machen, wenn der Torwart so früh, so dicht vor dem Schützen steht? Ja, dann würde die zweite Variante eigentlich zu spielen sein, nämlich den Ball abzuspielen. Aber genau darin besteht ja die Kunst, während des Reingebens als Schütze zu sehen, läuft der Torwart, um dann eben abzuspielen. Und die meisten werden sicherlich nicht so gut können. Ja, da muss diese man Entscheidung richtig zu treffen, entschuldige. In kurzer Zeit also einfach gucken und sich entscheiden, was man macht. Spielt man ab, schießt man selbst. Da bleiben wenige Zehntelsekunden, die man hat. Und dafür braucht man natürlich viel Erfahrung, um die richtig zu nutzen. Und die können eben die Amerikaner einfach nicht haben, diese Erfahrung, um solche Entscheidungen richtig zu treffen. Genau, das ist es. Und so gehen die meisten Schützen hin und entscheiden sich halt vor dem Schuss, um zu sagen, okay, ich schieße oder ich spiele ab und lassen die Entscheidung nicht noch bis zum letzten Moment offen. Die Amerikaner sind hier betont locker auch in die Halle gekommen, haben sich sehr locker aufgewärmt, gehen das Ganze, glaube ich, auch sehr locker und wie ein großes Abenteuer an. Und das ist es für die US-Amerikaner sicherlich auch, hier bei dieser Hallenhockey-Weltmeisterschaft mit dabei zu sein. Das ist schon etwas ganz Besonderes, denn wie gesagt, mit Hockey meint man in den USA eigentlich immer nur Eishockey und niemals Feldhockey. Die Damenmannschaft der USA, das ist etwas anderes. Die hat eine eigene Klasse, die spielt bei Weltmeisterschaften eine gute Rolle. Aber Herrenhockey, das ist schon etwas ganz Spezielles.
Spezielles und deshalb natürlich schon etwas Besonderes, hier bei diesen Welttitelkämpfen mit dabei zu sein. Und bisher halten sie sich gut. Die Polen führen 2:0, sind die bessere Mannschaft von der Papierform, aber bisher nicht richtig überlegen. Schnelles Spiel jetzt, der Versuch und das Tor, das 3:0, klasse gemacht. Da kann man noch einmal sehen, wie sich der polnische Spieler um die eigene Achse dreht und den Ball im Tor versenkt. 3:0. So, weiter geht's. Die Amerikaner machen so weiter wie bisher. Versuchen nach vorne zu gehen, haben ihre Spieler positioniert. Aber hier sieht man auch schon technische Fehler. Und das wird natürlich mit zunehmender Spieldauer auch weiter werden, wenn die Konzentration, wenn die Kondition nachlassen. 2x20 Minuten, das ist die Spielzeit bei diesen internationalen Titelkämpfen. 5 Minuten sind in der ersten Halbzeit noch zu spielen. Da dürften noch keine Konditionsprobleme auftreten. Aber das wird schon noch kommen, denn dieses Spiel ist schnell und es ist anstrengend. Gerade wenn man herunter muss, um den Schläger flach zu legen, das strengt an, das geht auf die Oberschenkel, die brennen dann schon. Ja, das sollten die Spieler aber gewohnt sein und der Trainer hat ja jederzeit Gelegenheit, diejenigen, die müde erscheinen, auszuwechseln. Und also körperlich sollten sich die Mannschaften doch noch wirklich bis zum Schluss messen können. Zumindest wenn es gerade das erste Spiel bei dieser Weltmeisterschaft für die Mannschaften ist, dass sie da noch frisch sind. Wie wechselt der Trainer? Was kann er machen? Einzelne, schwächere Spieler rausnehmen oder in Blöcken wechseln? Es gibt ja verschiedene Taktiken. Ja, so wie wir es ja hier gesehen haben, scheint es so zu sein, dass doch eher in Blöcken gewechselt wird, was die Handhabung für den Trainer auch ungleich einfacher macht. Und man muss ja auch davon ausgehen, die Spieler kennen sich alle noch nicht so gut, sodass es auch sinnvoll erscheint, möglichst die gleichen Spieler immer miteinander spielen zu lassen, bei einer zugegebenermaßen kurzen Spielzeit von nur 2x20 Minuten. Man kann da die Verteidigungsreihen auswechseln, die auch für den Spielaufbau zuständig sind und davon unabhängig eventuell dann auch die drei Stürmer, die meisten Mannschaften dieser Formation angetreten. Jetzt kann man auf dem Bild auch sehen, wie die Amerikaner im Fünferwürfel so genannt stehen, also mit den 4 Außenleuten und einem Mittelmann, der in der Mitte steht, versucht den Passweg zu verkürzen. Dennoch der polnische Angreifer in Ballbesitz. Der erste Angriff abgewehrt, der zweite Schuss geht neben das Tor, das noch einmal gerettet. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Stürmer und Verteidiger jeweils unabhängig zu wechseln oder alle 5 Feldspieler auf einen Schlag auszuwechseln. Das ist ähnlich wie im Eishockey. Da hat jede Mannschaft ihre Möglichkeiten, jeder Trainer sein Rezept. Und hinzufügen muss man ja auch, dass es davon abhängt, welche Personalien man zur Verfügung hat, ob man überragende Leute hat oder ob alle 10 Feldspieler wirklich auch gleich stark sind. Dann kann man das umso leichter machen. Und da dürften die Polen auch auf ihre Individualisten setzen, auf ihre Techniker, auf ihre technisch starken Spieler, dass die mal eine eigene Idee haben, abweichen vom Schema, vielleicht dann nicht den erwarteten Pass spielen, sondern selber was machen. Das, was sie sich dann einverlassen, in dem Moment auf Intuition setzen, den Ball ziehen, versuchen ein Dribbling anzusetzen, damit Verteidiger zu zwingen, auch ihre Position zu verlassen. Das ist sicherlich die Stärke gerade der polnischen Spieler. Vielleicht kann man dazu auch sagen, dass Schema ja nicht unbedingt immer gleichbedeutend sein muss mit vorhersehbar für den Gegner, dass man immer das Gleiche macht, sondern die Kunst ist es im Hallenhockey, immer zu wissen, was man denn als Antwort auf das Verhalten des Gegners hat. Und da gibt es natürlich verschiedene Schemata, die man dann eben anwenden kann. Wieder der Spielaufbau, der Versuch hinten rum zu spielen, der schnelle Pass jetzt nach vorne, aber der ist natürlich auch für den eigenen Mitspieler schwer zu stoppen. Dann dieser Ball, gut 155 Gramm ist diese Kunststoffkugel schwer und wenn die mal so richtig in Schwung gekommen ist, dann ist da auch ordentlich Wumms und ordentlich Wucht hinter. Das ist nicht so einfach unter Kontrolle zu bekommen, dass die Kugel dann nicht hochspringt oder zur Seite verspringt. Das ist schon Hallenhockey-Technik par excellence, wenn der so am Schläger klebt, zumindest wenn es dann aus der Entfernung so aussieht. So, Wechsel, jetzt die Gelegenheit beim Abschlag. Die Polen wechseln nochmal alle ihre 5 Feldspieler aus. Die Amerikaner bleiben auf dem Feld, jetzt wo knapp letzten 1,5 Minuten dieser Partie zwischen Polen und den USA bei den ersten Hallenhockey-Weltmeisterschaften hier angebrochen sind. Spielaufbau bei den Polen. Versucht, die Amerikaner vielleicht auch ein bisschen rauszulocken,
sich nicht so defensiv aufstellen. Der Pass nach vorne, hervorragend gesehen, den Mitspieler am Schusskreisrand. Und das ist ein Tor. Das ist der Treffer zum 4:0 hier. Und das war die Nummer 18. Das war Dariusz Rachwalski. Ja, das war wunderbar gemacht. Also die geduldigen Verteidiger von Polen, die so lange gewartet haben, bis sie ihn in Szene setzen konnten, vorne im Kreis. Ein tolles Anspiel und eine hervorragende Einzelleistung im Ausspielen des Torwarts. Man merkt jetzt auch die Schwierigkeiten, die die Amerikaner haben im Spielaufbau, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Sie gehen hohes Risiko, versuchen sich mit schnellen Abspielen zu retten, aber die Polen sind sehr weit nach vorne gerückt, sehr aggressiv in ihrer Verteidigung, in ihrer Vorwärtsverteidigung, kann man das glaube ich schon nennen, tief in der gegnerischen Hälfte. Jetzt etwas mehr Ruhe und die Möglichkeit, mit einem Freischlag am polnischen Kreis vielleicht noch eine Strafecke herauszuholen, die Gegner zu einem Fehler zu zwingen, wie hier der Ball an den Fuß. Genauso wird es gemacht. Und jetzt noch einmal Strafecke für die US-Amerikaner. Die Möglichkeit besteht natürlich immer, wenn man selber nicht zum Torschuss kommt, dass man zumindest den Gegner irgendwie zu einem Fehler zwingen kann und es dann noch eine entsprechende Torschussmöglichkeit gibt. Die Spielzeit ist abgelaufen, aber die Ecke wird noch ausgeführt. Das sagt die Regel. Der Schuss geht aber zum Torhüter. Der wird den Ball hoch ab und noch einmal Wiederholung. Und da der Ball den Torkreis noch nicht verlassen hatte, wird diese Ecke auch noch einmal ausgeführt, obwohl die Zeit abgelaufen ist. Noch einmal Konzentration, die letzte Aktion der ersten Halbzeit, der Schuss, aber er wird abgewehrt. Daneben, Halbzeit, heißt das 4:0 für die polnische Mannschaft nach der ersten Halbzeit. Hier dieses Spiels bei der Hallenhockey-Weltmeisterschaft in der Arena in Leipzig. Eine klare Gelegenheit. Die Mannschaften verlassen das Feld, die Trainer haben Gelegenheit, jetzt noch etwas zu sagen. 4:0, wir sind zur zweiten Halbzeit dann wieder da. Oval von Göteborg werden die besten Allrounder der Welt gesucht. Auf vier Strecken muss jeder sein Können beweisen. Bei den Damen steht eine Neuauflage des ewigen Duells Pechstein-Friesinger an. Und bei den Herren wollen die Holländer ihre Dominanz unterstreichen. Heiße Action aus dem kühlen Norden. Die Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft in Göteborg. Samstagnachmittag live im Eurosport Winterpark. Es gibt einen Kontinent, wo Fußball König ist. Wo die einfache Erwägung Menschenmengen anzieht. Aber nur eine einzige Sache lässt sie träumen. Von Mexiko bis Chile, alle Fußballvereine zittern und vibrieren für sie. Die Copa Libertadores. Ab dem 6. Februar können Sie diese Euphorie auf Eurosport verfolgen. Jeden Donnerstagabend im Herzen des südamerikanischen Fußballs. Rendezvous auf Eurosport. Halbzeit in der Partie zwischen Polen und den USA bei der ersten Hallenhockey-Weltmeisterschaft in der Arena in Leipzig. 4:0 ist der Spielstand für die Polen, für die Favoriten in dieser Situation, in diesem Spiel, in dieser Partie. Aber die USA haben sich gut gehalten. Sie haben sich in der Tat sehr gut gehalten, scheitern an der Standardsituation kurze Ecke. Sie hatten vier kurze Ecken, keine verwandelt. Das spiegelt eigentlich ihre Stärke zurück, die sie zurzeit nicht besonders bringen können. Denn sie hatten ja durchaus Chancen. Wir schauen noch einmal auf die Tore, auf die schönen Torschüsse hier. Hervorragend gemacht, der Pass in den Kreis, der Schläger flachgelegt, abgewehrt. Das war Arthur Mikula mit dem 1:0 für die Polen hier energisch durchgesetzt. Noch einmal der Zweikampf gewonnen. Ein tolles Tor. Dann die Ecke für die Amerikaner, die Strafecke und der Schuss von Olaf Mark, der über das Tor gegangen ist. Hier eine tolle Einzelleistung, fein gemacht, mit der Rückhand vorbeigelaufen, das Stockfoul und der anschließende 7 Meter verwandelt zum 3:0. Die USA mit der Chance, mit der Strafecke, aber auch die abgewehrt. Und das 4:0 dann für die Polen am Schusskreis, den Torhüter ausgespielt.
toll gemacht, tolle Einzelleistung und ein verdienter Spielstand 4:0. Die Polen, das sind die Favoriten. Sie sollten diese Partie gewinnen. Sie wollen ins Halbfinale, sie wollen um die Medaille mitspielen, sie wollen vielleicht sogar die deutsche Mannschaft ärgern. Das ist der heiße Favorit. Das sollte vielleicht möglich sein. Die neue Arena in Leipzig mit 4.500 Zuschauern bietet sie direkt am Spielfeld hier Platz. Die Halle ist jetzt noch nicht richtig voll besetzt. Das wird zum Abend sicherlich mehr werden. Die Stimmung allerdings, die ist richtig gut. Man sieht die Fans der USA, die haben ihre Flaggen hier ausgebreitet und die haben hier schon auch für Stimmung gesorgt. Auch die deutschen Fans ordentlich für Stimmung gesorgt. Kein Wunder, denn es hat ja schon Partien gegeben von heute Morgen. Da hat es angefangen mit der ersten Partie zum Auftakt Niederlande gegen Russland. Das haben die niederländischen Frauen gewonnen gegen Russland mit 5:1. Es gibt ja sowohl die Männer- als auch die Frauengruppen, die hier um den Titel spielen. Also mit einem Damenspiel hat alles begonnen. Die Schweiz, die Herren, haben Tschechien mit 9:5 bezwungen. Obwohl die Schweizer schon weit zurücklagen in der ersten Halbzeit, haben sie die Partie dann doch gedreht und am Ende klar gewonnen. Auch die Schweizer haben hier sehr große Ambitionen. Sie wollen auf jeden Fall mit nach vorne. Bei den Polen gibt es im Moment, glaube ich, keinen großen Gesprächsbedarf. Was sollte der Trainer der polnischen Mannschaft jetzt seinen Spielern sagen? Nein, er kann ihnen eigentlich nur sagen, spielt weiter so, bleibt hinten ruhig und wartet eben auf den guten Pass, wie er das zum letzten Tor gemacht hat. Und dann dürfte diese Partie eigentlich zugunsten von Polen ausgehen. Also wir werden die zweite Halbzeit gleich hier sehen. So, die Polen sind schon auf das Spielfeld zurückgekehrt. Sie führen 4:0. Sie wollen diese zweite Halbzeit offensichtlich schneller beginnen als die US-Amerikaner. Die trudeln jetzt erst so langsam ein. Der Coach der Pole, auch ein guter Bekannter in Deutschland und ein guter Bekannter von Volker Fried. Ja, genau so ist es. Ich durfte, hatte das Vergnügen, viele Jahre direkt immer gegen ihn spielen zu dürfen. Und innerhalb dieser vielen Jahre hat sich da doch eine sehr nette Freundschaft entwickelt, wie das im Übrigen zu vielen der polnischen Spieler sich auch entwickelt hat, die ja in Reit spielen. Und Reit ist ja bekanntermaßen nicht ganz so weit von Köln entfernt. Ja, und mit Reit auch große Erfolge gefeiert haben, nämlich zum Beispiel deutscher Pokalsieger geworden sind. Überraschend, aber immerhin mit 3 polnischen Spielern in den Reihen, weil es da eine sehr starke deutsch-polnische Verbindung auch gibt. Ja, so ist es. Der Präsident des Reiter Spielvereins ist auch in Polen geschäftlich tätig und über diese Verbindung schafft er es, die Polen oder einige aus der polnischen Nationalmannschaft wie Piotr Mikula oder Nikowiak oder Popota, den Torwart, für den Reiter Spielverein zu begeistern. Anstoß zur zweiten Halbzeit bei der ersten Hallenhockey-Weltmeisterschaft in Leipzig zwischen Polen und den USA. Die Polen im Spielaufbau in Rot und Weiß. Wieder mit dem individuellen Versuch, mit dem Dribbling nach vorne zu kommen. Der Pass an den Schusskreisrand, aber dort ein Fehler der USA. Der Fuß war im Spiel und das gehört sich beim Hallenhockey überhaupt gar nicht. Spielaufbau und Druck von den Polen gleich nach vorne. Der Spieler klasse freigespielt von der Ecke. Der Pass dann in die Schusskreismitte und der amerikanische Torhüter hat hervorragend aufgepasst. Ja, daran sieht man auch, dass die Polen im wahrsten Sinne wissen, was sie tun. Die Pässe, die sie spielten, das war alles gut vorbereitet bis hin zum Torabschluss. Also das hat Hand und Fuß. Daran kann man auch sehen, dass sie Hallenhockey-Erfahrung haben, dass Hallenhockey eine wichtige Rolle in Polen spielt. Seit 20 Jahren gibt es dort eine Hallenhockey-Liga. Das ist in Europa nicht selbstverständlich und in der ganzen Welt schon gar nicht. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass zum Beispiel Mannschaften aus Südamerika hier fehlen, dass aber vor allem die Asiaten fehlen, also Inder, Pakistani sind nicht bei dieser Hallenhockey-Weltmeisterschaft dabei. Aber auch kein Wunder, dort wird schlichtweg kein Hallenhockey gespielt. Wozu sollte man auch? Das ist natürlich etwas, was in europäischen Ländern nicht zuletzt wegen des Wetters weiter verbreitet ist. Deshalb hat es ja diese Hallensaison über den Winter gegeben, weil man da eben kein Feldhockey spielen konnte. Also die Polen auch mit dabei und jetzt schade Situation zum Konter wäre das gewesen, alleine vor dem Tor, aber abgepfiffen. Ja, die Amerikaner tun sich sehr, sehr schwer, die sehr aggressive Abwehrarbeit der Polen zu umspielen. Sie bleiben immer wieder in den Brettern der Polen hängen. Was wäre denn das geeignete Mittel, um so eine aggressive Verteidigung irgendwie auszuhebeln? Ja, vor allen Dingen müsste man natürlich wissen, wenn man einen anspielt, was derjenige auch schon wiederum mit dem Ball anfangen könnte. Der müsste es wissen. Da scheinen die Amerikaner noch nicht ganz so gut vorbereitet zu sein im Vorwegdenken, sondern die spielen eher bedächtig, um dann doch
immer wieder überrascht zu werden von dem Draufstoßen der Amerikaner. Und jetzt hat es mal ganz gut geklappt, nach vorne zu kommen. Also da ist immer noch sehr viel Zufall im Spiel, wo andere schon nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Schritt ihrer Mitspieler kennen, der dann gemacht wird, der vom Trainer wahrscheinlich auf die Magnettafel geklebt wurde, auch in der Halbzeit, so und so soll der Ball laufen. Bei den Amerikanern braucht man das wohl nicht zu machen. Das kommt einfach zwangsweise mit der Erfahrung und die haben die Amerikaner ja nur sehr bedingt. Das war nun eine Chance, die sicherlich dem Trainer graue Haare bereiten dürfte. Da hat der gute Rachwalski eine hervorragende Chance ausgelassen. Das war nicht so richtig klasse, ein bisschen unkonzentriert alleine vor dem Torwart. Das war eine sichere Torschance. Die Polen im Ballbesitz, die Polen die beherrschende Mannschaft in dieser zweiten Halbzeit. Ganz klar zu sehen, sie sind deutlich überlegen. Sie setzen den Gegner unter Druck und die USA finden das Mittel noch nicht. Sie suchen es, aber sie haben es noch nicht gefunden, um da herauszukommen. Doch zweifelnde Gesichter auf der Bank der US-Amerikaner. Natürlich schon die Überlegung, was kann da noch passieren, was kann man da machen. Zum Beispiel eine gute Methode, eine Strafecke. Ja, das wurde auch sehr unterstützt von der polnischen Mannschaft. Hier wurde ein bisschen geschubst und das hat der Schiedsrichter sofort geahndet. So, bisher noch nicht der große Erfolg bei den Strafecken. Was könnte man anders, was könnte man besser machen? Das ist hier sehr schwierig zu beantworten, denn es liegt einfach in der Ausführung. Hervorragend aufgepasst, der Ableger auf Olaf Mark, auf den deutschstämmigen Spieler. Aber der polnische Torhüter war richtig bereit und hat den Schuss schon erwartet, stand in der richtigen Ecke. Das ist natürlich auch das Antizipation, wissen, was der Gegner machen könnte und sich auf die wahrscheinliche Möglichkeit dann vorbereiten. Ist ja auch als verteidigende Mannschaft und als verteidigender Torwart relativ einfach, wenn man weiß, dass die gegnerische Mannschaft, in dem Fall die USA, keinen guten Schützen haben, dann spekuliert man schon mal eher auf Varianten. Tja, und das ist gleich belohnt worden, denn immer noch hat der polnische Torhüter kein Tor kassiert. Im Hallenhockey eine ganz besondere Situation, ähnlich wie im Eishockey, wo man sich ja auch freut, wenn man seinen Kasten klar halten kann. Denn normalerweise fallen viele Tore beim Hallenhockey, es ist schnell, es ist rasant. Viele Tore sind die Regel und als Torhüter ohne Gegentreffer zu bleiben, das ist schon eine ganz besondere Belohnung. Hier individuell wieder starkes Spiel, technisch hervorragend, wenn auch gebremst im letzten Moment, aber nur auf Kosten eines Freischlages. Der polnische Trainer, der muss, glaube ich, nicht so böse gucken, denn das läuft alles bisher nach Plan für das polnische Team. Das gibt Abschlag vom amerikanischen Tor. Weiter geht's, wenn die Polen wieder wechseln, bleiben die Amerikaner noch in ihrer Stammformation. Ja, ganz im Gegensatz zu den Polen, die ja doch den Gegner mit dem ersten Pass schon ganz aggressiv unter Druck setzen, warten die Amerikaner in dem schon beschriebenen Fünferwürfel doch sehr verhalten auf die Aktionen der Polen. Und wenn das so weitergeht, dann wird aus USA-Sicht gar nichts passieren. Klasse gemacht eben der Pass über die Bande, der freie Spieler in der rechten Ecke, kurz vor der Außenlinie gestanden. Das war perfekt gespielt. Der Pass sofort in die Mitte, ganz schnell. Da hat eine Abwehr kaum Gelegenheit, noch zu reagieren. Da muss man richtig stehen, um diese Bälle zu bekommen. Das war Glück eben, glaube ich, mehr als Können. Ja, das haben die Polen auch sehr gut vorbereitet. Sie haben lange hin und her gespielt und dann den richtigen Augenblick für den Pass der Bande entlang abzuwarten. Auch hier sieht man in dieser Aktion das große Selbstbewusstsein, das die Polen auch haben, auch sich verlassen können auf ihre technischen Fähigkeiten. Hier mit zwei angetäuschten Passbewegungen die Amerikaner verwirrt und dann doch den eigenen Mitspieler gefunden. Das sieht schon gut aus, wenn sie das machen und das zeigt eben, sie sind selbstbewusst, sie fühlen sich stark und sie können das natürlich auch sein gegen einen Hallenhockey-Exoten, denn das sind die USA ganz zweifellos hier bei dieser ersten Hallenhockey-Weltmeisterschaft.
Aber der Titel, der hat natürlich schon seinen Wert. Immerhin, es geht um einen Weltmeistertitel und davon gibt es auf der Welt nicht so viele. Vor allem, dass man solche Titel auch gewinnen kann, dass man überhaupt in die Nähe davon kommt. Das ist, glaube ich, bestimmt ein ganz großer Reiz bei diesen Titelkämpfen für die Mannschaften aus aller Welt, die hier teilnehmen. Klasse gemacht jetzt der Ball nach vorne für die Amerikaner. Der Versuch, den Torwart zu düpieren, den Ball flach durch die Schienen zu spielen, das ist gescheitert. Der Ball ging vorbei, im Gegenzug die Polen, aber auch da gut aufgepasst von dem Torhüter in diesem Fall. Welche Rolle spielen die Torhüter beim Hallenhockey? Sind sie so wichtig wie beim Eishockey? Sie sind mindestens so wichtig. Sie entscheiden die Spiele ganz stark mit. Im Guten wie im Schlechten habe ich einen guten Torwart, der vor allen Dingen auch gute oder die Ecken des Gegners verhindern kann und halten kann. Dann ist das, so wie wir immer sagen, schon fast die halbe Miete. Umgekehrt kann es natürlich dann auch sein, dass haltbare Bälle reingehen und dann verliert man. Also der Torwart eine wichtige Position und Hallenhockey erfahrene Torhüter dann noch wichtiger. Das kann man eben auch sehen, die Unterschiede, wie die Torhüter erfahren sind in Hallenhockey-Situationen, dass sie nicht zu große Schritte machen, dass sie kleine Schritte machen. Zum Beispiel, wie man das gesehen hat, als der polnische Torhüter düpiert werden sollte. Da ist natürlich dann mit dieser Ausrüstung, die zwar nicht schwer ist, die aber gefährlich aussieht, man natürlich doch nicht so ganz beweglich und kann schon leicht mal in Zweifel gebracht werden. Gegenzug der Amerikaner, knapp gescheitert. Auch hier hat man gesehen, die gute Aktion des Torhüters, der gut den Winkel verkürzt hat, keine Chance am Torwart vorbeizukommen. Auf der anderen Seite, klasse gemacht. Das war stark gemacht. Toller Schuss. Wir sehen es noch einmal in der Wiederholung. Das war wirklich ein klasse Treffer. Oben links in den Winkel hereingeschossen. Ja, technisch perfekt und vor allen Dingen auch durchaus frech aus der Position ins kurze Eck dem Torwart über den Kopf zu schießen. Das war schon ein 1A-Schuss. Tomasz Czocaj war der Torschütze für die Polen zum 5:0. So, wieder der Versuch, das Spiel aufzubauen. Jetzt aber drei amerikanische Spieler hinten und hier überhastet und vielleicht auch schon ein bisschen erschöpft, wenn man das Gesicht guckt, Ratlosigkeit im Blick. Ja, ihnen fällt im Moment wirklich auch nichts ein, wie sie gegen die Polen erfolgreicher spielen können, die ihrerseits großen Druck machen und den Amerikanern bleibt kaum Zeit zu gucken, wo können sie hinspielen, vor allen Dingen, weil sie eben auch keine Idee haben, wo es hingehen sollte. Freischlag für die Polen, aber die Amerikaner haben den Ball gespielt und das heißt sofort und rigoros geahndet. Strafecke für die Polen, das wird sofort bestraft von den Schiedsrichtern. Also die nächste gute Möglichkeit, die Führung zu erhöhen. 5:0 steht es schon und wir werden sehen, ob es gleich das 6:0 dann Folgen gibt aus dieser Strafecke. Wir werden sehen, welche Variante die Polen dort eventuell spielen können. Der Herausgeber, ganz wichtig, sein präziser Pass muss beim Schützen ankommen. Da darf es kein langes Tändeln und kein langes Korrigieren geben. Das ist alles Zeitverlust, die der Torwart und die Abwehr dann nutzen können. Hier der Pass hervorragend nach vorne. Die Variante gut gespielt, aber auch gut aufgepasst. Und das war ein Traumtor, würde ich sagen. Eine Kombination wie aus einem Guss. Auf engstem Raum hervorragend gespielt. Hier sieht man es noch einmal mit der Rückhand abgelegt. Aber das hätte man auch abpfeifen können, denn die Kugel ist dabei hochgegangen. Und das darf sie im Kreis nur, wenn man direkt aufs Tor spielt und nicht schießt. Und deshalb kein Tor, obwohl es wirklich so schön aussah. Das war wunderbar, wenn er denn doch vorher nicht den leicht angelupft hätte. Das hat der Schiedsrichter sehr gut erkannt. Und die Proteste waren dann auch erfolgreich von den Amerikanern. Ja, manchmal können die Schiedsrichter richtig gemein sein. Aber so wollen es die Regeln und das ist dann ja auch nur fair. Genau wie hier, wo der Ball hochgeht, deshalb Freischlag. Viele Regeln sind natürlich dazu da, um die Spieler zu schützen, um sie vor Verletzungen zu schützen. Denn mit den harten Schlägern, der harten Kugel, da kann schon manches passieren. Und hier gibt es jetzt Strafecke für die Amerikaner. Die Chance, den ersten Treffer bei dieser Hallenhockey-Weltmeisterschaft zu erzielen. Die nächste Strafecke, die nächste Möglichkeit. Bisher haben sie die relativ leicht vertan. Mal gucken, ob sie ein besseres Rezept haben jetzt mit dieser Aufstellung. Noch einmal den Ball zur Ruhe bringen. Einmal durchatmen, gucken.
und dann gehen die Verteidiger zu früh raus, was nicht immer nur Zufall ist. Das ist durchaus auch Taktik, um den Rhythmus der Reihengeber und Schützen etwas zu unterbrechen. Bei den Amerikanern sieht man jetzt, dass der etatmäßige erste Schütze, der Pat Cota mit der Nummer 10, auf der Ablegerposition steht. Aber klasse gemacht, gut durchgezogen. Das war der Anschlusstreffer für die Amerikaner. Das war Steve Danielson, der den Treffer zum 1:5 für die USA mit dieser Strafecke erzielt hat. Einfach klar gestoppt, geschossen am Torwart vorbei und drin war die Kugel. Das war wieder kein Tor, weitergespielt, aber der Schiedsrichter hatte schon gepfiffen, also keine Chance hier zu einem weiteren Treffer zu kommen. Also der Anschlusstreffer, das sollte den Amerikanern doch Auftrieb geben, dass sie hier noch einen Zahn zulegen, dass sie vielleicht noch mehr Tore schießen können und vielleicht auch die Partie noch etwas offener gestalten können, denn in der zweiten Halbzeit waren die Polen doch deutlich überlegen, die deutlich bessere Mannschaft, die im Eishockey einfach gewitzter ist. Mehr Erfahrung, mehr Routine, mehr Überblick hat. Das ist in ganz vielen Situationen zu sehen gewesen. Jetzt wieder der ruhige Spielaufbau und gleich erwarten wir den schnellen Pass nach vorne. Das war nichts. Jetzt Überzahlsituation. 3-2. Das muss eigentlich ein Tor sein, oder? Zumindest war die Chance sehr, sehr groß, eins zu erzielen. Und sie hätten sicherlich das hier auch schießen sollen, aber das scheiterte dann an der technischen Ausführung. Aber so schnell kann das gehen. Hat eine gute Chance vorne nicht genutzt und dann geht es genau in die andere Richtung los. Also Chancen haben die Amerikaner, nicht zuletzt mit den Strafecken. Wenn da früher was passiert wäre, dann wollen wir gar nicht weiter darüber reden. Tatsache ist, Führung für Polen und die Amerikaner müssen noch etliches tun. Sie haben auch noch ein bisschen Zeit, gute 6 Minuten noch, also da kann noch was passieren. Die Amerikaner sind in der Tat nicht hier hingefahren, um das Turnier zu gewinnen. Sie wollen eine gute Figur abgeben, wollen etwas Spaß haben und bisher erarbeiten sie sich auch in ihrem Rahmen doch ihre Möglichkeiten. Ja, ich glaube auch, dass sie mit ihrer Leistung insgesamt schon zufrieden sein können. Sehr viel mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten, wenn man die Chancen noch genutzt hätte. Das ist, glaube ich, das, worüber man reden muss, gerade gegen andere Gegner, gegen andere Mannschaften nachher dann weiterzuspielen und sich da noch die Chancen besser doch zu nutzen. Jetzt die Chance für die Polen zu erhöhen. Und da ärgern sich die Amerikaner, klar, da haut man schon mal mit dem Schläger gegen den Pfosten. Das Tor haben sie sich selbst zuzuschreiben, das war wirklich etwas dumm gemacht. Das darf man, glaube ich, so ganz offen sagen, den Ball im eigenen Schusskreis zu verlieren. Ja, es handelt sich ja meistens immer nur um ganz wenige Augenblicke, in denen man eine Entscheidung treffen muss. Spiele ich den Ball oder halte ich ihn? Und der Amerikaner hatte in der Phase vorher einfach zu lang gezögert und dann schnappte die polnische Falle zu und verlor den Ball. Und ja, wir haben es ja gesehen, ein schönes Gegentor. Tja, 6:1, doch wieder der alte Abstand hergestellt und mit dem Anschlusstreffer die Chance vergeben. Die erste Hallenhockey-Weltmeisterschaft ausgerechnet in Deutschland, das ist kein Zufall. Deutschland ist das Hallenhockey-Land dieser Welt und die deutschen Mannschaften sind die Favoriten. In Leipzig gibt man sich sehr viel Mühe, sich auch als guter Gastgeber und nicht nur als Favorit zu präsentieren. Hier gibt es viele Möglichkeiten für die Zuschauer, sich auch außerhalb des Hockeys zu vergnügen. Die Arena bietet von überall Überblick auf das Spielfeld. Die Zuschauer können auch jetzt sehen, die nächste Strafecke der Amerikaner, aber sie ist wieder abgefangen worden. Rechtzeitig war der schnellste polnische Verteidiger draußen, hat den Schützen beim Schuss gestört und entsprechend die Kugel abgelenkt. Das heißt, die Polen wieder beim Spielaufbau. Die Arena in Leipzig, sehr großzügig, sehr luftig. Von überall kann man das Spielfeld sehen, hat hervorragenden Überblick hier. Es gibt Essenstände und die Leipziger sind hervorragende Gastgeber, haben hier extra Bereiche aufgebaut, in denen die Gäste empfangen werden und verköstigt werden. Also das sieht alles klasse aus. Die Spielerinnen und Spieler sind alle in den gleichen Hotels untergebracht, die Männerteams und die Frauenteams jeweils. Auch das hat wirklich alles gut geklappt. Das hat gut funktioniert im Gegensatz zu diesem Angriff der Polen, denn der war schon längst abgepfiffen. Da hätte man gar nicht weiterspielen müssen. Aber jetzt, so kurz vor Schluss, gewinnt man natürlich auch noch ein bisschen Zeit und befreit sich da aus dem Druck. Also Leipzig ist ein guter Gastgeber dieser ersten Hallenhockey-Weltmeisterschaft. Sonnenschein zudem dabei. Das macht also noch zusätzlich guten Eindruck. Passieren kann jetzt eigentlich nichts mehr, auch wenn viele Tore fallen. Aber so viele fallen in den letzten 3,5 Minuten nicht. Oder ist da noch eine Wende möglich beim Hallenhockey, wenn es 1:6 steht?
davon ist nicht in diesem Spiel insbesondere nicht auszugehen. Es ist allerdings durchaus nicht unmöglich, in dieser verbleibenden Spielzeit noch viele Tore zu schießen, nämlich für die Polen, die auch einen frustrierten Gegner ja dann auch treffen können. Und die Amerikaner täten gut daran, sich jetzt nicht schon aufzugeben, auch wenn sie nicht gewinnen können. Aber das Torverhältnis kann am Ende durchaus eine Rolle spielen, wenn es um die Vergabe der Platzierungsplätze geht. Ja, darauf sollte man rechtzeitig achten, gegen die schwachen Gegner dann auch die Chancen zu nutzen, Tore zu schießen, um damit einen der Halbfinalplätze zu ergattern. Also in den beiden Sechsergruppen Erster oder Zweiter zu werden. Hier der Schuss abgepfiffen vom Schiedsrichter. Die Kugel hat nicht gelegen. Die muss einmal richtig still vorher sein. Und das war es nicht. Nein, es war deswegen nicht. Und weil es von der anderen Seite eine Reingabe war. Interessanterweise die erste, die wir hier gesehen haben, was man mal als Variation nutzt, aber von der Ablauf etwas schwieriger zu handhaben ist, denn der Ball muss, wie gesagt, tot gestoppt werden und das gelingt von der anderen Seite viel schwieriger als von der klassischen linken Seite aus Sicht des Schützen. Also eine Variante, die wir hier gesehen haben, aber eine, die wir wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen werden, denn sie hat eindeutig nicht zum Erfolg geführt. 2 Minuten sind noch zu spielen, die Polen im Angriff, gute Möglichkeit, der Ball ist drin und das heißt Tor für Polen, das heißt 7:1, das war schon klasse gemacht, ganz cool gespielt am Schusskreisrand, gesehen, der Torwart steht weit draußen, der Heber in das leere Netz, klasse gespielt. Da hat sich dann offensichtlich schon der Frust bei den Amerikanern breit gemacht und das, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich jetzt noch ein paar Tore zu kassieren, droht tatsächlich den Amerikanern. Raphael Grotowski, der Torschütze. Die Amerikaner noch einmal mit dem Versuch, nach vorne zu kommen. Aber jetzt spielt natürlich auch die Kondition eine Rolle. Bälle werden nicht mehr gestoppt, weil man nicht rechtzeitig unten ist, weil man nicht mehr die Beine so durchbeugt, weil die Oberschenkel, ich habe es vorhin schon genannt, jetzt beginnen zu brennen, wenn man sie zu sehr beugt. Auch bei 2x20 Minuten, aber bei diesem Tempo in der Halle beim Hallenhockey, da kann das schon richtig wehtun. Der Pass, die Überzahl. Und jetzt der Pass in die Mitte, aber das war der Pole und nicht der Amerikaner, der diesen Ball bekommen hat. Dafür der Gegenzug der Polen. Aber auch hier fehlt schon die letzte Konsequenz und die letzte Präzision. Also auch das spricht dafür, dass die Mannschaften schon ein bisschen müde werden. So, die letzten Sekunden laufen, die Polen noch einmal im Angriff. Noch eine Chance haben sie wohl, das Torkonto zu erhöhen. Hier noch auf 8:1 den Spielstand zu verändern. Aber bisher sieht das nicht so aus. Der Pass knapp daneben. Spielaufbau noch einmal von den USA. Sie haben immerhin den Ehrentreffer erzielt, aber zu sehr viel mehr wird es hier auch nicht mehr langen. Der Ball ebenfalls im Aus, der letzte Pass schon mit Verzweiflung gespielt. Die letzten Sekunden verrinnen, die Spieler wissen das und das ist der Schlusspfiff in der Partie Polen gegen USA.